Kannst du einen Ruf hin ausmachen? Bitte? Einen Ruf in den leeren Gang, dass die letzten Kameraden da reinkommen. Bitte. Danke. Sie sehen, wir sind so personalknapp, dass wir sogar Teilnehmer an der Konferenz zu organisatorischen Tätigkeiten einteilen. Und Kamerad Ulrich Geiser hat das wunderbar gemacht, indem er mir die letzten Abtrünnigen hereingeholt hat. Es ist mir eine Freude, für den nächsten Vortrag Professor Dr. Beckmann, den Präsidenten der Helmut-Schmidt-Universität in Berlin, zu begrüßen. Sie haben aus dem vorangegangenen Pendel entnommen, dass wir natürlich als Hintergrund dieses Ansatzes es schon so verstehen, dass wir Strategie oder die militärwissenschaftlichen Kernfächer irgendwann einmal zu einem Lehrfach in universitärer Qualität erheben wollen oder in diese Richtung hinarbeiten und dass die Grundlagen dieses militärwissenschaftlichen Denkensverständnisses hier geboren, weiterentwickelt, im Schulterschluss mit anderen tertiären Bildungseinrichtungen des Militärs vorangetrieben werden sollen. Zu diesem Zweck haben wir alle namhaften Bildungseinrichtungen des deutschsprachigen Raumes einmal angeschrieben. Wir haben Vertreter der Führungsakademie, wir haben Vertreter der Führungsakademie, wir haben Vertreter der Helmut-Schmidt-Universität in Berlin, wir haben Vertreter der ETH Zürich und wir hätten auch gerne Vertreter der Bundeswehr-Uni in München gehabt. Professor Kern ist leider verhindert, Professor Pickel war auch kurzfristig verhindert, aber mein Ziel ist es, also all diese Bildungseinrichtungen, die an diesem Ansatz unmittelbar teilhaben können, hier einmal ins Gespräch zu bringen und daher bin ich besonders dankbar, dass Professor Beckmann diesem Ruf gefolgt ist und uns einen Beitrag aus dieser Ecke der Bildungslandschaft bringen wird. Herr Professor, darf ich mir einen Vortrag ersuchen? Das brauchen wir nicht. Der Lebenslauf, das wäre ja der Lebenslauf, mit dem ich mich um eine Professur bewerbe. Da ist nichts Militärisches drin. Wir brauchen schon einen anderen Vortrag. Wunderbar. Meine Herren Generale und Admirale, herzlichen Glückwunsch übrigens, Herr Admiral. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich freue mich sehr, dass ich in dieser Alma Mater der österreichischen Militärwissenschaft zum Thema Strategie und Willen vortragen darf. Ich will. Läuft's nicht? Müssen Sie weiterklicken? Jetzt? Nee. Also hier unten sehe ich, dass es klickt, aber oben die Herrschaften sehen es nicht. Da müssten Sie einmal kurz drauf drücken und jetzt klicken wir nochmal. Wunderbar. Damit stehen wir drin und Sie sehen wieder einmal das berühmte Clausewitz-Zitat, weil in der Tat diese Idee, dass Krieg eine Auseinandersetzung von Willen ist und dass deswegen Strategie den Zweck hat, den eigenen Willen gegen den des Gegners durchzusetzen, das findet sich so formuliert zum ersten Mal hier bei Clausewitz. Die Idee ist auch relativ einfach, ich werde Sie jetzt spieltheoretisch einmal etwas ausbilden. Sie sehen hier unten ein Spiel, gespielt von zwei Spielern, dem Verteidiger und dem Angreifer. Beide haben zwei Handlungsmöglichkeiten, das heißt in der Spieltheorie etwas irrig auch die Strategie, darüber brauchen wir uns heute nicht zu unterhalten, nämlich den Schwerpunkt nach links oder nach rechts zu legen. Und was jetzt passiert ist folgendes, wenn beide den Schwerpunkt nach links legen, dann trifft Schwerpunkt auf Schwerpunkt und die Verteidigung sagt, Clausewitz ist die natürlich stärkere Gefechtsart, dann gewinnt der Verteidiger, und das sehen Sie hier, wenn beide den Schwerpunkt nach links liegen, dann gewinnt der Verteidiger, wir dokumentieren, dass sie eben eine 1 geben dafür und der Angreifer verliert, er bekommt eine minus 1. Also die erste Zahl ist immer die Zahl für die Person, die in den Zeilen agiert, die zweite ist die für die Person, die in den Spalten agiert. Oh. Ja, alles klar, vielen Dank. Ich bin jetzt hier etwas räumlich etwas eingeschränkt. Dan, nice to see you again. Diese Grundidee,
führt uns jetzt tatsächlich in eine Situation, in der die Willen der beiden Akteure exakt aneinander gegenüberstehen. Wenn der Angreifer sich durchsetzt, ist das für den Verteidiger maximal schlecht. Wenn der Verteidiger sich durchsetzt, ist das für den Angreifer maximal schlecht. Mathematisch äußert sich das darin, dass die Summen dieser Zahlen, die Sie hier sehen, in jedem Feld konstant sind. Wir nennen das ein sogenanntes Nullsummenspiel. So viel zur Einführung. Also das ist im Prinzip die Grundidee von Clausewitz. Und ich werde jetzt argumentieren, dass diese Grundidee zwar gut und schön ist, aber eigentlich weder wissenschaftlich noch vom strategischen Denken her in die Zeit passt. Das werde ich begründen. Ich werde aber kein Clausewitz-Bashing machen, weil Clausewitz, das werde ich auch begründen, das selber schon gesehen hat. Das ist also Gegenstand dieses Vortrags. Und wenn dann noch Zeit bleibt, werde ich am Schluss Ihnen versuchen zu erläutern, wie wir in der Wissenschaft heutzutage mit diesem Problem umgehen. Der Vortrag gliedert sich also wie folgt. Das sehen Sie hier. Wir fangen mal an. Noch einmal kurz mit Strategie und Willen aus spieltheoretischer Sicht. Da sind wir schon fast durch. Dann werde ich Ihnen zeigen, wozu man diese Spiele benutzen kann. Man kann sie nämlich benutzen, um strategische Situationen zu klassifizieren. Die Grenzen dieses Vorgehens werde ich Ihnen danach aufzeigen und dann mal schauen, ob ich noch etwas zu möglichen Forschungsansätzen sagen kann. Falls ich die Zeit nicht mehr habe, werden Sie einfach auf das Buch verwiesen, das ja am Ende dieser Tagung erscheint. Ich beginne also noch einmal mit Strategie und Willen aus spieltheoretischer Sicht. Und hier sehen Sie noch einmal mein Argument von eben, das ist der Ausgangspunkt. Das ist Clausewitz' Vorstellung vom sogenannten absoluten Krieg. Der Begriff ist etwas verbraucht, aber das ist das, was Clausewitz als Idealtyp des Krieges meint. Nun ist aber bereits Clausewitz klar, dass es nicht nur einen Idealtyp gibt, sondern auch einen Normaltyp des Krieges. Er erkennt also verschiedene Formen von Kriegen, die nicht dem absoluten Krieg, nicht dem Idealtyp entsprechen. Zum Beispiel, wenn es mehr als nur zwei Parteien gibt, wenn es eine große Rolle der Diplomatie gibt. Alle diese Dinge hat Clausewitz bereits erkannt. Das heißt, schon bei der Ausgangstheorie war deutlich, dass wir es eben nicht mit einem reinen absoluten Krieg zu tun haben in der Realität, sondern dass andere Formen auftreten können, Abwandlungen auftreten können, bei denen dann auch die Spielform eine andere ist. Und das bringt mich zur Frage einer möglichen Taxonomie. Wir würden also jetzt versuchen, diese unterschiedlichen strategischen Situationen mit Hilfe dieser kleinen Tabellen zu klassifizieren, die Sie eben schon mal gesehen haben und mittlerweile, hoffe ich, auch verstehen. Das ist diese Taxonomie. Wir haben einmal die Nullsummenspiele, hier unten nochmal zur Erinnerung, das ist das, was Sie eben schon gesehen haben, bei denen die Interessen der beiden Akteure perfekt entgegengesetzt sind. Dann gibt es auch das Gegenteil, sogenannte Koordinationsspiele. Die sind turbolangweilig. Da sind nämlich die Interessen der beiden Akteure exakt kongruent, sodass wir überhaupt gar kein Problem mehr haben, irgendeiner strategischen Natur, weil sich die Akteure von selber zu dem finden werden, was für sie gemeinsam das Beste ist. Und interessant sind nun die sogenannten Mixed-Motive-Spiele, die der Nobelpreisträger Thomas Schelling in den 60er Jahren herausgearbeitet hat. Das sind also Spiele, bei denen sich ein Koordinationsinteresse der Parteien mit einem Konfliktinteresse, mit entgegengesetzten Interessen kombiniert, die sich so überlagern. Und ich habe Ihnen hier mal die typischen Beispiele mitgebracht. Es gibt solche Spiele, da sind alle Gleichgewichte ineffizient. Was ist ein Gleichgewicht? Ein Gleichgewicht ist eine Situation, von der man nicht mehr abweichen will, wenn sie einmal erreicht ist. Schauen Sie sich mal hier unten das kleine rosa Feld an. Wenn der Zeilenspieler nach oben geht, kriegt er eine 1 statt einer 2. Also wird er das nicht tun. Wenn der Spaltenspieler nach links geht, kriegt er eine 1 statt einer 2. Also wird er das nicht tun. Damit ist dieses Feld ein Gleichgewicht. Schauen wir mal nach oben, links, 3-3. Wenn der Spaltenspieler nach rechts geht, kriegt er eine 4 statt einer 3, also wird er das tun. Damit ist links oben kein Gleichgewicht, obwohl links oben für beide Spieler besser ist als rechts unten.
Das ist das berühmte Gefangendilemma, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Aber darauf kommt es jetzt gar nicht an. Aber wir haben eine Klasse von Spielen, bei denen sind alle Gleichgewichte, die rauskommen, ineffizient. Dann gibt es eine Klasse von Spielen wie Chicken hier in der Mitte. Da sind alle Gleichgewichte effizient, aber es gibt weitere effiziente Ergebnisse. Chicken ist das berühmte Schwanzus-Longus-Spiel. Für diese Simultanübersetzer im Film heißt das Prickus Longus, damit Sie das auch richtig übersetzen. Also da, wo neben ein Konfliktinteresse auch noch das Interesse an Selbstwertgefühl und daran, das Gesicht nicht zu verlieren, kommt. Und schließlich gibt es eine Klasse von Spielen, in denen alle Gleichgewichte Pareto besser sind als alle anderen Ergebnisse. Das berühmte Volunteers-Dilemma. Da muss irgendeiner den Arzt rufen, um einem am Straßenrand liegenden Patienten zu helfen. Die Frage ist nur, wer ruft den Arzt und nimmt es auf sich? Es sollte genau einer tun. Wenn alle das tun, werden zu viele Ressourcen verwendet. Wer macht es denn jetzt? Wer geht nach Mali, wer geht nach Afghanistan und dergleichen mehr? Das sind Situationen, die wir Mixed Motive nennen, weil nochmal zur Wiederholung sich Konflikt- und Kooperationsinteressen überlagern. Und wenn Sie die Taxonomie nehmen, dann können Sie sozusagen, das ist das Gleiche, nur anders dargestellt, sagen, wir gehen vom totalen Konflikt mit Konstanzsummenspielen nach rechts bis hin zu den Koordinationsspielen. Und je weiter wir nach rechts gelangen, desto weniger dramatisch ist die strategische Lage. Das wäre sozusagen innerhalb von 5 Minuten der Kernansatz der Spieltheorie. Sie können das Ganze auch in Buchform haben, dann braucht man dafür ein Masterseminar. Aber das ist der Kern. Und mir geht es jetzt eher darum, diesen Kern zu kritisieren. Erster Punkt. Selbst im klassischen Vaterlandischen Krieg, und Sie sehen hier die übliche strategische Einteilung der verschiedenen Betrachtungsebenen für einen solchen Krieg, kommt das Nullsummenspiel bei Lichte betrachtet nur auf der Ebene des Gefechts vor. Also das, was wir alle mal, das ist nämlich das, was in meinem Lebenslauf fehlte, auch ich durfte mal eine Offizierschule besuchen, aber was wir auf dieser alle mal gelernt haben, ist im Prinzip, wenn wir als gespielter Kommandeur des verstärkten Panzergrenadierbataillons 462 gegen das Garde-Mech-Infanterie-Regiment 4 verteidigen, dann ist halt entweder unser Auftrag erfüllt oder der des roten Kommandeurs. Und damit haben wir so eine perfekte Situation des Nullsummenspiels. Aber schon, wenn Sie eine Ebene drüber gehen, auf der operativen Ebene und erst recht auf der strategischen Ebene, wo noch andere Dinge ins Spiel kommen, ist das oft nicht mehr der Fall. Und ich will nur ein Beispiel nennen, das ist Sun Tzu auf der operativen Ebene. Die berühmte Regel, bau deinem Gegner eine goldene Brücke. Wo kommt das her? Naja, auf taktischer Ebene ganz einfach. Sie sind ein Kommandeur eines Einsatzverbandes und haben die Möglichkeit, die Insurgenten entweder einzukesseln oder denen eine Lücke zu lassen, durch die die gehen können. Und die Insurgenten können entweder ihre Aktivitäten eskalieren lassen oder abziehen. Die beste Situation für Sie als Kommandeur des Einsatzverbandes ist, wenn Sie die einkesseln und die nichts machen, weil Sie dann auch noch alle festnehmen können. Die schlimmste Situation für Sie ist, wenn Sie eine Lücke lassen und die trotzdem eskalieren. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wir wissen alle um die Problematik dieses Keine-Lücke-Lassens. Ja, ich erinnere an den berühmten Beruf Hamburger Kessel, Herr General, das ist da, wo meine Universität steht. Also Hamburger Kessel, da hat die Polizei die Insurgenten tatsächlich eingekesselt, was zu einer extremen Eskalation geführt hat und letztlich zu einer nicht mehr beherrschbaren Situation. So, es ist hier in beider Interesse, dass es dazu nicht kommt. Und deswegen ist es sinnvoll für den Führer des Einsatzverbandes, dem Gegner eine goldene Brücke zu bauen. Und wenn Sie sich die Spielform angucken, werden Sie feststellen, das ist ein Gefangenendilemma. Damit ist klar, selbst hier in der Klassik haben wir es mit Situationen zu tun, in denen ein Nullsummenspiel, also der Clash von Wille gegen Wille, nicht die adäquate strategische Abbildung ist, sondern es immer auch ein Element des Miteinander gibt, auch wenn man das, wenn die Kugeln fliegen, vielleicht gar nicht so sehr bemerkt. Gut. Jetzt könnten Sie vielleicht den Eindruck gewonnen haben, da müssen wir jetzt alle Spieltheorie studieren. Ja, die Helmut-Schmidt-Universität bietet dazu Kurse an.
Einen davon hat mein Kollege Stefan Bayer schon vorgestellt für die Generalstabsoffiziere, den MFIS. Ich sehe hier auch meine Dozierenden alle vor mir sitzen. Ja, das, dann lernen wir alle Spieltheorie. Wenn wir erstmal alle Spieltheorie gelernt haben, dann sind wir super Strategen und gehen ins Feld und wenden eigentlich immer nur das Kochbuch an. Also wir gucken auf, was ist die jetzige Situation für ein Spiel? Und dann wissen wir, wenn wir das identifiziert haben, das Kästchen, dann wissen wir dahinter, was wir jetzt tun müssen. Das ist ein Eindruck, Sie lachen, genau. Ja, aber man muss erst einmal begründen, warum so etwas keine Lösung ist. Zunächst mal, Spieltheorie prognostiziert Gleichgewichte. Das heißt, dieses berühmte Nash-Gleichgewicht, das sind die Kästchen, die ich rosa hinterlegt hatte, ist das, was ein Spieltheoretiker Ihnen sagt, das passieren wird. Nur meistens stimmt das nicht. Warum? Ein Gleichgewicht ist ja eine Situation, von der niemand abweichen würde, wenn sie erstmal erreicht ist. Also ist eine Gleichgewichtseigenschaft eine Charakteristik, die eine langfristig stabile Handlung in immer wiederkehrenden Situationen haben muss. Denn ansonsten wäre sie nicht stabil. Es ist ein Stabilitätskriterium. Aber es ist kein Entscheidungskriterium. Single Shot. Also wenn ich eine einzige Situation habe, kann ich nicht auf der Grundlage von Gleichgewichtsvorstellungen argumentieren, weil sich Gleichgewichtsvorstellungen, auch solche in der Ökonomik, immer erst über wiederholte Interaktionen einspielen können. Und damit ist natürlich die Antwort des S2, was macht der Gegner tun? Ja, Herr General, ich habe das festgestellt, es ist die dominante Strategie, dass er links kommt. Naja, das ist vielleicht nicht so ganz die richtige Antwort, sondern es gehört immer noch ein bisschen mehr dazu. Außerdem haben wir ein Riesenproblem mit der Skalierbarkeit der Spieltheorie. Ich habe Ihnen jetzt kleine Situationen gezeigt, die sind statisch gewesen, mit zwei Handlungen und zwei Akteuren. Wenn ich da Akteure dazu packe und strategische Möglichkeiten dazu packe, dann wird das langsam unübersichtlich. Und wenn ich es noch dynamisiere, dann wird es noch unübersichtlicher. Diese Spieltheorie skaliert also ganz schlecht, wenn ich mehr Akteure betrachte oder wenn ich dynamische Situationen betrachte. Das hier oben rechts ist die einfachste Spielform, mit der ich den Ausbruch eines Krieges spieltheoretisch erklären kann. Das haben wir ja 2014 veröffentlicht, also noch relativ neu. Und der Beweis sind drei Seiten, reine Mathematik, um zu zeigen, dass der Ausbruch eines Krieges in dieser Situation vorkommen kann. Wenn Sie jetzt versuchen, diese einfache Situation mit nur einem Manöver, mit nur zwei Spielern und nur mit zwei möglichen Stärken der beiden Akteure auf eine realistische Situation zu übertragen, dann werden Sie feststellen, dass das nicht geht. Und schließlich komme ich nochmal auf den Einzelfall zurück. Das ist politisch so unkorrekt, es wird Dan Schüftern gefallen. Da geht es also um einen Mann, der eine Frau gewinnen will und sich von 1000 Leuten beraten lässt. Und am Schluss kommt raus bei Eugen Roth, zwar stimmte jeder Rat genau, doch jeweils nicht für jede Frau. Also es ist notwendig, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, dass wir auch den Gegner kennen und dass wir auch Kenntnisse von Ort und Zeit haben, um strategische Planung zu betreiben. So, und jetzt sehen Sie hier im Grunde die zwei zentralen Zitate, die es in der deutschen militärwissenschaftlichen Literatur schon, der deutschsprachigen militärwissenschaftlichen Literatur schon seit 150 Jahren gibt. Einmal von Clausewitz, es geht bei der Theorie eben nicht darum, konkrete Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Man soll sich schon über konkrete Anwendungen unterhalten. Ich rede ja nicht über den Elfenbeinturm. Aber man soll nicht glauben, dass man aus der Wissenschaft Kochbücher ableiten kann, sondern es kommt darauf an, den Takt des Urteils zu begründen, das heißt, den praktischen Mann im Urteil zu erziehen. Ja, und genau das Gleiche sagt auch Moltke über das Verhältnis von Krieg und Wissenschaft. Krieg ist eine Kunst, eine solche, der viele Wissenschaften dienen. Ja, und der General kann entweder selber die Wissenschaft oder er hat einen Stab, der es kann. Das steht da auf der linken Seite. Und genau so sollte man meinen Beitrag auch verstehen. Jetzt bleiben mir noch 5 Minuten, wenn ich richtig mitgeplottet habe, um Ihnen mal zu zeigen in Ansätzen, wie wir versuchen, wissenschaftlich dieses Problems Herr zu werden. Denn erstens wollen wir ja beraten im German Institute for Defense and Strategic Studies. Zweitens müssen wir publizieren, ich nicht mehr, jedenfalls nicht, solange ich Präsident bin, aber die anderen da, die ich im Raum sehe, lieber Burkhard, ihr müsst noch. Ja? Und dazu müssen wir natürlich auch wissenschaftliche Innovationen bringen. Und das will ich Ihnen einfach mal zeigen, wie wir das versuchen. Das ist grundsätzlich mal das, was wir probieren.
Die Schwierigkeiten, die ich Ihnen eben beschrieben habe, kommen aus der ökonomischen Rationalitätsannahme oder, wie man das volkswirtschaftlich sagt, aus der sogenannten Mikrofundierung. Also ich muss jede Entscheidung zu jedem Zeitpunkt aus einem Optimierungskalkül ableiten können. Und das bedeutet, dass ich unter Umständen an Grenzen der mathematischen Beweisbarkeit komme. Das heißt mit anderen Worten, noch nicht einmal die theoretische Mathematik, die dahinter steht, ist leistungsfähig genug, um den Beweis überhaupt erst zu ermöglichen. Das ist beispielsweise bei Differentialspielen der Fall. Also geben wir diese Rationalitätsannahme auf und ersetzen sie, weil wir sie nicht grundsätzlich aufgeben. Wir glauben, dass im militärischen Bereich immer noch klüge Köpfe versuchen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das ist letztlich Rationalität. Ja, sie ersetzen durch eine begrenzte Rationalität und dass wir sie ersetzen durch eine Art nicht mehr mikrofundierte Formulierung, in der wir einfach Formeln für das Verhalten des Durchschnitts der Kommandeure aufschreiben. Das ist dann die berühmte Lanchester-Gleichung, wenn Sie sie kennen, oder die Boulding-Richardson-Tradition. So, und das Ganze soll dann bitte auch empirisch überprüft werden, denn entweder mit den Methoden der Geschichtswissenschaft oder mit den Methoden des Simulation und des Wargamings oder eben auch ökonometrisch. Das sind die drei Ansätze. Ohne empirische Überprüfung theoretisieren, das ist nicht mehr Militärwissenschaft im 21. Jahrhundert. Das muss man auch ganz klar so sehen. So, ich skippe durch die Beispiele. Hier ist das Ergebnis einer Simulation zwischen zwei Parteien, die einen Krieg miteinander führen. Blau gegen Rot. Hier links sehen Sie, was passiert über den Zeitablauf, wenn Blau eine höhere Readiness hat. Die haben also einen größeren Anteil ihrer Streitkräfte bereits mobilisiert, sind stärker kriegswirtschaftlich eingestellt und dergleichen. Und Rot hat höhere Ressourcen und eine höhere Produktivität der Wirtschaft. Blau wird anfangs Erfolge erzielen und danach den Krieg verlieren. Und am Ende des Krieges nimmt der Lebensstandard bei Rot schon wieder zu, während eigentlich noch die Kugeln fliegen. Admiral Yamamoto wurde mal gefragt, was wird denn passieren, wenn wir Pearl Harbor angreifen? Da sagte er, I'll be running wild the first year. Er sagte das auf Japanisch. There will be a stalemate the second year and I'm very uncertain after that. Das ist das Bild und das ist genau das, was passiert ist. Also das ist ein Beispiel für eine Simulation. Das hier ist ein Beispiel für ein Wargame, das wir bei uns gespielt haben mit unseren Studierenden. Da haben wir aus Gründen des Traditionserlasses, den es ja in Deutschland gibt, Deutschland den deutsch-französischen Krieg verlieren lassen. Napoleon III. Hat sich entschlossen, weiter anzutreten und auch Großbritannien zu nehmen. Er ist über den Ärmelkanal gegangen, im Prinzip wie sein Großonkel vor ihm, nur dass er Erfolg hatte. Und dann haben wir die Landoperationen in Südengland nachgestellt. Hier sehen Sie den französischen Sieg. Also die Blauen, die Franzosen zerschlagen da gerade das englische Hauptquartier. Das bitte sind Ergebnisse einer freien Interaktion von Personen in bestimmten Spielregeln, also eine Simulation mit humanem Input. Hier sehen Sie noch etwas, was wir versucht haben, und dann bin ich auch ziemlich fertig. Hier unten sehen Sie den Krieg Äthiopien gegen Eritrea. Das ist ein wunderschöner Krieg, weil er nur zwischen zwei Parteien ausgefochten wurde, mit relativ geringem internationalem Einfluss, weil es ein klassischer mechanischer Krieg war, also ein Kriegsbild Late Soviet Union, also 80er Jahre, mit dem entsprechenden Gerät auch, und weil wir andere Bedingungen hatten, gute Messbarkeit hatten. Und wir plotten hier die sogenannten Goldstein-Scores. Ein Goldstein-Score wird eine Aktivität ergeben, die wir messen. Also wir messen alle Handlungen, die überhaupt passieren, in GDELT, einer globalen Datenbank, Big Data, und bewerten jede Handlung mit einer minus 10, wenn es eine ganz böse Handlung ist, gegenüber der Gegenseite, und ein plus 10, wenn es eine besonders freundliche Handlung ist. Und das haben wir hier summiert, und Sie sehen, vor dem Krieg sind die täglichen GDELT-Goldstein-Scores relativ flach, und dann haben wir hier den Krieg und danach die Situation nach dem Krieg. Man kann die Operationen erkennen im Krieg, das sind nämlich diese Hügel, da erkennt man deutlich, wann wir Operationen hatten. Man erkennt auch optisch sofort, wann Monsun war, weil da bewegt sich nämlich nichts in Eritrea und in Äthiopien. So. Und es kam ganz gut, weil
ja, das berühmte Szenario Crisis in East Eurasia, das jeder hier im Raum kennt, weil wir das immer bei der NATO spielen, letztlich genau das Gleiche ist, nämlich in der Region den Schießkrieg darstellt. Das waren nur ein paar Versuche, Ihnen zu zeigen, was wir machen, um diese Lücke zu schließen. Das haben Sie jetzt nicht kapiert, das weiß ich. Ja, ich habe ja lediglich die Kiste aufgemacht und mal gezeigt, was drin ist. Wichtig ist dagegen, dass Sie den Haupttenor meines Vortrags mitnehmen, und deswegen habe ich den am Schluss noch mal aufgeschrieben. Also, strategisches Denken zielt nicht nur auf die Durchsetzung des eigenen Willens, sondern es spielt immer auch oder in den allermeisten Fällen auch eine gewisse Kooperationstendenz mit. Die nicht kooperative Spieltheorie ist eine Möglichkeit, das darzustellen. Ihr großer Vorteil ist, dass wir Taxonomien von Situationen darstellen können, die man dann im Grunde als eine Art Prototyp, Idealtyp für bestimmte Formen von strategischen Konflikten darstellen kann. Aber diese Spieltheorie ist kein alleinselig machendes Panacea, wie das auf Englisch heißt, weil sie erstens nicht skalierbar ist, zweitens auf einer Gleichgewichtsidee beruht, die den Einzelfall nicht im Blick hat, und weil sie drittens auch bestimmte Rationalitätsannahmen hat, die sie mathematisch schwer handhabbar machen. Deswegen haben wir erste Ansätze gefunden im GIDS, dieses Problem zu lösen. Wir machen das in der Regel entweder mit Wargaming oder Simulation oder eben mit Modellen, in welchen wir auf die vollständige Rationalität verzichten oder genauer gesagt die mathematische Abbildung der vollständigen Rationalität verzichten. Unverzichtbar dabei ist allerdings die empirische Überprüfung. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wunderbar, das beendet meinen Vortrag. Da wäre noch eine schöne Abschlussfolie da. Ich stelle mich jetzt Ihren Fragen, Herr General. Auftrag ausgeführt. Vortrag recht herzlich bedanken, der fulminant war, und ich kann ganz so sagen, wie sehr ich mich freue, wie hundertprozentig unser Strategiekonferenzthema gepasst hat. Ich möchte drei kurze Bemerkungen dazu anbringen, bevor ich das Feuer frei für Fragen gebe. Das erste, während Sie über die Spieltheorie vorgetragen haben, war im Skizzieren, weil ich meine Frage auf eine unkritisierte Spieltheorie hin schon stellen wollte, aber im Verlauf des Vortrags haben Sie Kritik selber angebracht und meine Frage erübrigt. Danke. Das Zweite, die goldene Brücke. Wir finden es interessanterweise auch in der von China thematisierten Thukydides-Falle, wo also Thukydides angeblich gemeint hat, der eine soll sich vor dem aufstrebenden, braven Hegemonen nicht fürchten, sonst käme es zu einem fürchterlichen Krieg. Die Wahrheit ist, dass Thukydides gesagt hat, ein Krieg zwischen zwei Hegemonen, die nicht ablassen, ist unvermeidbar. Aber er hat gesagt, eine Warnung oder eine Regel kann ich euch mitgeben, wenn ihr ungeachtet dieses Kräftegleichgewicht seht, dass irgendein Pflänzchen dem anderen von besonderer Bedeutung ist, greift nicht unnötigerweise justament genau dieses Pflänzchen an und reizt damit zu einem katastrophalen Verhalten gegenüber. Das ist die goldene Brücke. Diese Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind, keinen strategischen Vorteil haben und ihn nur reizen, so wie der Kessel von Berlin zum Explodieren bringt. Der dritte Ansatz, der mich sehr fasziniert hat, die Kurvenverläufe der Szenarien. Ich sehe dahinter die Kulminationstheorie des Clausewitz, der so eigentlich sagt, es geht nicht um den Absolutwert der Readiness oder der Steigerung der Produktivität. Es geht in der Kurve, und es sind ja Kurven, Clausewitz war ein sehr großer Leibniz-Verehrer, hat also von seiner Kurvendiskussion angesetzt, und seine Kulminationslehre geht nicht auf den Scheitelpunkt der Kurve, sondern auf den Wendepunkt, also den Punkt, wo die zweite Ableitung null ist, das heißt der Anstieg am höchsten. Das heißt, wenn man diese Entwicklungen, Produktivität oder Readiness beurteilt, ist es nicht die Frage, auf welche Readiness kann er im Höchstwert kommen, sondern wenn der Gegner sie mit diktiert, wie schnell kann ich auf den notwendigen Bedarf steigen. Das heißt, ich kann auf halbem Weg zu diesem Höchstwert bereits erkennen, dass ich die Steigleistung nicht habe und daher unter Umständen den Krieg vorzeitig abbrechen, bevor was passiert ist. Oder vorzeitig erkennen, wann sich der Sieg nicht mehr ausgehen kann. Eine ganz brillante Ableitung, und Sie haben natürlich richtig gesagt, dass das ein
Tür öffnen war, wo man so hinter jeder dieser Folien einfach weiter diskutieren, weiter lernen müsste. Und dazu verstehe ich unsere Diskussion. Darf ich noch mal kurz was erwidern? Bitte, gerne. Also das kleine Pflänzchen, Sie haben ja implizit unterstellt, dass der andere nicht rational ist. Also dem anderen ist ein kleines Pflänzchen sehr wichtig, das aber in Wirklichkeit gar nicht sehr wichtig ist, sondern nur emotional. Dann ist das kleine Pflänzchen nicht das Gravitationszentrum. Dann haben Sie recht. Ja, aber was mir im Kriege natürlich immer sehr wichtig ist und auch in der Auseinandersetzung mit anderen Bundeswehruniversitäten und dergleichen, ist mein Gravitationszentrum. Ja, und wenn das das Pflänzchen ist, dann ist es unausweichlich, dass ich das angreife. Und der zweite Punkt, das ist jetzt wirklich von zentraler Bedeutung. Wenn wir Kurvendiskussionen machen, so wie wir das gelernt haben, alle in der Schule, dann wurde uns immer der komplette Funktionsverlauf gegeben. Das heißt, wir hatten immer Informationen über alles, über den gesamten Wertebereich hinaus. Und das, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, das ist etwas, was ich bestreite, weil wir haben lokale Informationen. Das heißt, ich weiß, was passiert, wenn ich meine Entscheidung ein bisschen verändere. Aber ich habe keine Ahnung über das, was passiert, wenn ich springe. So, und deswegen kann ich sehr schwer diesen Kulminationspunkt erkennen. Und die Menschen, die da gespielt haben in dieser Simulation, waren myopisch rational. Das heißt, die haben geglaubt, die haben schon gerechnet, aber sie haben geglaubt, dass der gegenwärtige Trend weitergeht. Und das ist das Modell, das wir ausgerechnet haben. Ich kann es Ihnen jetzt nicht zeigen, aber das ist wirklich eine ganz andere Geschichte als diese übliche Kurvendiskussion. Und die Kurvendiskussion macht es so schwierig, weil wenn Sie dynamisch Kurven diskutieren, sind Sie in einem Feld der Mathematik, das noch in Entwicklung ist. Und ich kann es nicht. Also ich habe nicht die mathematische Power, ich bin schon ziemlich gut, hier noch eine Grundlagenentwicklung der Mathematik vorzunehmen, die mir dann erlauben würde, das mathematisch zu modellieren. So, Entschuldigung, das war, aber es ist wirklich, die Diskussion ich ist extrem. Ich muss mich zurückhalten, dass ich nicht, Sie nein, ich weiß, das, aber das können wir gerne. Persönliche Frage beantworten, die ich brauche, und gebe daher das Feuer frei für Fragen aus dem Podium. Bitte schön. Wer traut sich, ob Rittersmann oder Knapp? Nichts davon ist fertig. Das ist das Schöne an der Strategie. Doch, dann. Oh. Das wundert dann haben, Herr Professor, Sie, die Damen und Herren, mit diesem fulminanten Vortrag so erschlagen, dass es so nicht mal Fragen gibt oder einer längeren Reaktionszeit bedarf. Ich darf mich für den Vortrag recht herzlich bedanken. Ich darf Ihnen eine gesegnete Mittagspause wünschen, eine bisschen verlängerte. Dankeschön. Ja.